Urheberrecht, Artikel 13, Upload-Filter. Es ist kompliziert und die Debatte auch etwas undurchsichtig. Mein Kollege Erhard Schärfer versucht jetzt ein bisschen Licht da reinzubringen, zusammen mit seinen Gästen. Und damit gebe ich direkt ab nach Berlin. Ja, vielen Dank, Katrin Augustin. Und in der Tat, Sie haben es gesagt, es ist eine schwierige Debatte, weil sie auch so auf vielen verschiedenen Ebenen verläuft, weil sie auch verschiedene Bereiche tangiert, weil sie innerhalb von einzelnen Parteien auch umstritten sind, die Vorhaben, die da gefasst werden sollen. Und dazu kommt, dass es auch viel damit zu tun hat, ob Einzelne das Internet, Internetplattformen oder Internetkommunikation überhaupt verstanden haben. Jedenfalls ist der Unmut groß. Sie haben es eben in dem Beitrag gesehen, europaweite Demos, alleine 25 in Deutschland morgen, 14 in anderen europäischen Städten. Und da besteht dann nicht die Sorge, dass das digitale Abendland komplett untergeht, aber dass die große Sorge ist da, dass die digitale Welt, wie wir sie bislang kennen, dann doch nicht mehr so sein wird wie bisher. Zwei, die eigentlich verstanden haben müssen, worum es geht, sind bei mir, nämlich die digitalpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen von SPD und FDP, nämlich Jens Zimmermann und Manuel Höferlin. Schön, dass Sie da sind heute Morgen hier bei uns und das Ganze besprechen wollen, obwohl es heute gar nicht im Bundestag ist und weil das mit der Zuständigkeit auch gar nicht so einfach ist. Ich habe es ja eingangs gesagt, aber Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, so heißt die EU-Richtlinie, um die es hier geht, umstritten sind, das muss man auch vielleicht noch mal sagen, insbesondere zwei Artikel, nämlich 11 und 13. 13 ist der, der dann im Zusammenhang mit den sogenannten Upload-Filtern immer wieder eine Rolle spielt. Das Ganze wird besprochen seit 2016. Damals hat es der damalige Digitalkommissar Oettinger mit initiiert. Mich erinnert die ganze Geschichte so ein bisschen an den Brexit, läuft auch seit 3 Jahren und wir stehen kurz vor der Entscheidung, nämlich Dienstag im Europäischen Parlament und wir haben kein Ergebnis, mit dem zumindest mal im Großen und Ganzen Zufriedenheit da ist. Wie ist das möglich? Na gut, es liegt natürlich daran, das ist bei allen Gesetzgebungsvorhaben häufig so, dass am Ende natürlich die Frage ist, wie sehen die Kompromisse aus? Gibt es Kompromisse? Und wenn man das eben nicht schafft, dann ist kurz vor Tore Schluss, dann wird es eben ernst. Und wir haben ein sehr, sehr komplexes Regelwerk. Wir haben 28 Mitgliedstaaten. Die Idee, einen gemeinsamen digitalen Markt in Europa zu schaffen, die ist ja richtig. Und gerade beim Urheberrecht, das lernen wir auch gerade alle, haben wir in Europa sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Wir kämpfen da momentan ja nicht nur in Parteienfamilien, sondern auch zwischen Ländern im Europäischen Rat. Hat Frankreich da eine ganz, ganz andere Auffassung? Das ist eben Teil des Problems, warum es jetzt auch so kompliziert ist. Naja, habe ich gesagt, aber es waren 3 Jahre Zeit dafür. Und natürlich gibt es am Ende von solchen Verfahren auch schon mal Unmut und Unzufriedenheit, dass es irgendwie einige fühlen sich halt nicht hinreichend berücksichtigt. Aber dass die Proteste jetzt so groß und so stark sind, das zeigt ja, da ist offenkundig am Problem vorbei verhandelt worden auch. Na, wir haben im Europäischen Parlament, das hat mittlerweile viel, viel mehr Macht, als viele denken. Und es gibt eben den mittlerweile berühmten Kollegen Axel Voss der CDU, der Hauptberichterstatter im Europäischen Parlament ist. Und die Aufgabe dieser Funktion des Berichterstatters ist am Ende eben einen Kompromiss herbeizuführen, die Dinge zusammenzuführen. Er hat viele Stimmen ignoriert, das muss man jetzt so sagen. Und deswegen haben wir das Ergebnis jetzt. Er hat statt zu integrieren, hat er, muss man sagen, Kulturpolitiker und Netzpolitiker gespalten. Jetzt müssten wir ihn eigentlich direkt dazu fragen, können wir aber nicht, weil er gerade nicht da ist. Deswegen frage ich bei Manuel Höferlin weiter. Nichtsdestotrotz und trotz allem, wie der Stand der Dinge ist, eine Reform des Urheberrechts ist zwingend geboten, oder nicht? Ja, es ist eine vertane Chance. Die vertane Chance, weil wir seit Jahren darüber reden, dass wir ein Urheberrecht brauchen, das die Antworten auf das digitale Zeitalter gibt. Und was Sie gerade gesagt haben, stimmt total. Man muss in Europa Regelungen finden, die für ganz Europa gelten. Es ist aber irre, kann ich ganz nicht anders sagen, dass in den nationalen Staaten bisher bei der Frage von Upload-Filtern, bei Urheberrechtsmaterialien bereits nationale Regeln und zwar fast überall gegolten haben nach dem sogenannten Notice-and-Takedown-Verfahren. Also wenn man ein geschütztes Werk findet, informiert man und dann wird es heruntergenommen. Und statt dies jetzt europaweit durchzusetzen, wird eine andere Regelung stattdessen europaweit eingeführt, so wie sich Axel Voss das wünscht, nämlich eine Haftung derjenigen, die die Plattform bereitstellen. Und das lassen die nur können die technisch nur umsetzen, indem sie letztlich Upload-Filter einrichten, weil sie wollen natürlich nicht haften für die Inhalte von anderen Usern, die auf ihren Plattformen unterwegs sind. Jetzt wissen auch Sie das schon ein bisschen länger, weil Sie das Verfahren ja beobachtet haben. Warum haben Sie nicht lauter und nicht früher darauf reagiert und gesagt, so geht es nicht? Wir haben sehr laut darauf reagiert. Wir haben uns dazu auch schon geäußert. Ich habe gerade mal geschaut, heute Morgen nochmal. Ich habe im letzten Jahr dazu bereits was veröffentlicht. Wir haben auch bei uns in der Fraktion dazu eine lange Haltung dazu.
Das ist schwierig. Manchmal ist es auch schwierig, zwischen den einzelnen Kollegen das zu transportieren. Aber die Freien Demokraten haben schon immer gesagt, Notice and Takedown-Verfahren, so wie wir es in Deutschland übrigens auch hatten, dieses Haftungsprivileg für diejenigen, die die Plattform bereitstellen, das haben wir im Telemediengesetz verankert, das hätte man übernehmen müssen, man hätte es fortentwickeln müssen. Und bei den anderen Teilen ein modernes Urheberrecht, was wirklich auch die Kreativen unterstützt und nicht diejenigen, die die Inhalte transportieren, die Intermediäre befördert. Das hätte man durchsetzen können. Es geht zum einen um die Haftung, nämlich für Urheberrechtsverstöße. Es geht auf der anderen Seite aber auch darum, Urheber von, weiß ich nicht, Musik, Texten, kreative Dinge insgesamt auch angemessen zu entlohnen für das, was sie getan haben oder geleistet oder erfunden haben, beziehungsweise, dass das wieder veröffentlicht wird auf anderen Ebenen. Wie groß ist der Schaden für Urheber ohne Neuregelung? Ja, der ist schon größer, als wenn wir jetzt noch eine Lösung hinbekämen, die alle mittragen. Weil, wer ist betroffen? Kann man eine Größenordnung finden? Kann man sagen, um wen es alles geht? Wie groß der Schaden ist? Nee, es geht erstmal, wir haben ja eine Verwertungskette. Am Anfang steht in der Regel ein Kreativer, das kann ein Sänger, eine Sängerin, ein Liedermacher sein. Da hinten dran stehen in der Regel ja auch Verlage und Verwertungsgesellschaften. Also wir haben da eine ganze Reihe von Beteiligten, die in der Regel sind die Künstler diejenigen, die am wenigsten in dieser ganzen Kette mittlerweile rausbekommen. Aber wir haben ja in der Urheberrechtsnovelle jetzt das Ziel drin, dass diese Plattformen Lizenzen vereinbaren sollen. Wir haben das, die großen Plattformen haben das heute schon. Es gibt da ja sozusagen... Machen Sie es mal so konkret, wie es geht, was Sie jetzt sagen. Naja, wenn heute jemand auf YouTube ein Musikstück hochlädt, dann gibt es heute dort schon, gibt es im Prinzip die Technologie, das nennt sich Content ID, da wird identifiziert, was ist das für ein Lied, von wem ist es, und zum Beispiel diese große Plattform hat einen Vertrag mit einer Verwertungsgesellschaft geschlossen, das heißt, da fließt heute schon reales Geld. Das Problem ist aber, wir reden eben nicht über eine Lex YouTube, sondern dieses Gesetz gilt ja für das gesamte Internet. Und wenn ich eine kleine Plattform betreibe, dann gilt es für die eben auch. Und dann muss ich die Technologie einkaufen, weil ich werde verpflichtet, alles dafür zu tun, dass nicht ein urheberrechtlich geschütztes Werk erneut hochgeladen wird. Das ist die Formulierung, da steht nicht Uploadfilter. Die Kanzlerin hat gestern in ihrer Regierungserklärung gesagt, Uploadfilter, das steht in der Richtlinie gar nicht drin. Da hat man im Plenum, glaube ich, einen sehr großen Seufzer von mir gehört. Aber es ist eben de facto drin. Und das Problem ist, die großen Plattformen, die haben das Know-how, die haben die Mitarbeiter und das Kapital, das technisch alles umzusetzen. Die kleinen, und das sind eher die europäischen Plattformen, die haben das nicht in dieser Form. Die müssen viel größeren Aufwand betreiben. Und deswegen wird das Ziel, das auch von Kulturschaffenden und von Verbänden dort nach vorne gebracht wird, die Großen in die Schranken zu weisen, das wird dadurch sogar verfehlt. Und das ist eigentlich das Dramatische. Die Filter, die Sie angesprochen haben, die YouTube beispielsweise verwendet, habe ich gestern gelesen, funktionieren auch nicht immer, weil die dann doch nicht so fein abgestimmt sein können, um dann tatsächlich Urheberrechtsverstöße erkennen zu können. Was ist denn die Alternative, Herr Höferlin? Wie kann man denn das Problem lösen aus Ihrer Sicht, aus FDP-Sicht? Ja, wir haben die Wahl zwischen der Situation, dass in Zukunft entweder möglichst viel herausgefiltert wird oder bezahlt wird. Das ist ja auch Ziel von Herrn Voss zum Beispiel. Es ist letztlich auch das, was uns die Justizministerin Barley im Ausschuss gesagt hat. Sie hat das verhandelt dort, ist zwar mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Man muss aber sagen, es ist innovationsfeindlich für genau das, was Herr Zimmermann gerade gesagt hatte, für neue Unternehmen. Die können nicht dies machen. Und was eben solche automatisierten Filter nicht können, ist Zitate ordentlich erkennen oder Memes, diese Art, Dinge zu überspitzen. Also das Weite. Mit Memes müssen Sie nochmal erklären. Für einen Teil des Publikums, irgendwie ein Großteil unseres Publikums ist natürlich immer bestens informiert, wie wir wissen, aber es gibt dann halt doch so kleine Momente und kleine Punkte, wo dann der eine, die eine oder andere dann doch sagt, hä, was hat er da gesagt? Ich versuche Memes in 10 Sekunden zu erklären, wie das dann in dem Format oft gewünscht ist. Das sind im Prinzip Darstellungen, überspitzt, überzeichnet mit einem lustigen Spruch, die sich dazu eignen, sehr häufig zu teilen oder geteilt zu werden. Ich erinnere mich an Ihren Parteivorsitzenden mit einem vollautomatischen Küchengerät, das meinen Sie? So etwas ist zum Beispiel ein Meme, das ist witzig. Und das wird vor allen Dingen fortgesponnen. Das heißt, man nimmt das zugrunde liegende Bild und macht immer neue lustige Sprüche. Und das ist eine Art von moderner Kommunikation. Übrigens, dem zugrunde liegenden urheberrechtlich geschützten Werk werden weitere kreative Dinge hinzugefügt. Das ist also eine Art des Zitats der Weiterverwendung. Das ist dann mit automatischen Filtern nicht mehr möglich, weil der automatische Filter immer das zugrunde liegende Werk findet, anstatt zu erkennen, dies ist eine Weiterentwicklung. Und das ist eine besondere Technik, die im Internet entstanden ist. Der wird durch diese Richtlinie nicht
Rechnung getragen. Und das ist schade, weil man dadurch Kultur, die im Internet entsteht, eine neue Art von Schaffen auch zerstört. Es geht eben nicht nur um diese kommerziellen Anbieter von urheberrechtlich geschützten Werken, sondern auch um die, die in ihrer Freizeit auch schaffend sind und kreativ sind. Und die verlieren bei dieser Reform. Das haben wir jetzt verstanden und deswegen gehe ich nochmal zu meiner Frage zurück. Wie würden Sie das Problem lösen, das Sie gerade nochmal so schön beschrieben haben? Also zwei Dinge. Erstens das, was bisher in den Nationalstaaten auch galt, nämlich Notice and Takedown. Also wenn Werke betroffen sind, dann kann man sie melden, dann werden sie runtergenommen. Wenn man dieses Werk identifizieren kann, dann geht das nachher auch relativ schnell. Das wird dauernd gemacht. Man darf ist die Verantwortung wieder beim Einzelnen dann, oder? Ja, wir haben ja derzeit schon die Situation, dass Urheber selbst sich darum kümmern können oder es einer Verwertungsgesellschaft übertragen. Das wird auch weiterhin so möglich sein. Und das Zweite ist, und das haben Sie jetzt noch gar nicht so angesprochen, dieser Artikel 11, das Leistungsschutzrecht. Auch da geht es im Prinzip darum, dass man nicht es geschafft hat, die Urheber selbst zu stärken, sondern wieder die Intermediäre, die dazwischen stehen, die Verlage, die Verwertungsgesellschaften. Also alte analoge Geschäftsmodelle zu übernehmen, anstatt mal zu überlegen, wie verändert digitale Welt auch solche Wertschöpfungsketten und wie kann man das in Zukunft rechtlich gestalten. Gut, jetzt müssen wir auf den politischen Prozess gucken, der hier in den vergangenen, ja, da hat er gar keine Lust zu, in den vergangenen Monaten stattgefunden hat und insbesondere auch den bei der SPD, die heute sagt, irgendwie, Artikel 13 ist der Quell allen Übels, aber nichtsdestotrotz hat ihre Bundesjustizministerin, die der SPD angehört, der gesamten Richtlinie auch zugestimmt. Wie passt denn das zusammen und wie erklären Sie eigentlich dieses Verfahren? Das wirkt nach außen doch wie, eigentlich wissen wir nicht, was wir wollen. Naja, man muss eins feststellen, ich hatte es eben schon angesprochen, wir bewegen uns in Europa mit 27 Partnerländern und da sind die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, Entschuldigung, ihr seid nicht unhöflich, das weiß ich, aber irgendwie das Problem fängt ja in der Bundesregierung an, in dieser Koalition, das heißt, wir müssen gar nicht nach Europa gucken. Koalitionsvertrag, wir wollen keine Uploadfilter. EU-Richtlinie, Entwurf, der am Dienstag zur Diskussion steht, irgendwie steht das Wort natürlich nicht drin, aber alle sagen, konsequenterweise geht es halt wahrscheinlich nur auf diesem Weg. Passt doch nicht. Da haben Sie recht, aber eins, da müssen Sie den Koalitionsvertrag dann auch leider, weil das ist der Teil, der eben auch drin steht, ist, dass wir den Kreativen und den Urhebern zu ihrem Recht verhelfen wollen. Also wir wollen beides. Deswegen ist der Koalitionsvertrag an der Stelle eigentlich klug gemacht. Wir haben gesagt, auf der einen Seite eine Reform des Urheberrechts für eine angemessene Vergütung. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen das aber erreichen ohne das Instrument Uploadfilter. Das ist die Ausgangslage. Wir haben das Problem und vor dem stand die Bundesregierung und am Ende auch Katharina Barley, dass beides in Europa nicht umsetzbar war. Hätte sie in Europa gegen die Uploadfilter gestimmt, wäre die gesamte Urheberrechtsrichtlinie gescheitert. Damit hätten wir den anderen Teil des Koalitionsvertrags nicht erfüllt. Ich habe persönlich eine klare Meinung dazu, aber ich muss auch zur Kenntnis nehmen, dass unser Ziel ist, beides zu erreichen. Und Sie wissen auch, wir haben in der Bundesregierung das Einstimmigkeitsprinzip. Und ich glaube, wenn Katharina Barley alleine das hätte entscheiden können, dann wäre sie da zu einer klaren Meinung gekommen. Aber es ist eben nicht so, das haben wir mal bei einem ehemaligen Landwirtschaftsminister gesehen, der bei Glyphosat auch gemeint hat, er könnte das machen. Der ist halt heute kein Minister mehr. Ob das der Grund gewesen ist, lassen Sie mich jetzt mal offen. Wie hätten Sie es denn politisch gelöst, Herr Höferlin? Weil die Problematik hätten Sie auch gehabt, wenn Sie in einer Jamaika-Koalition beispielsweise jetzt wären. Aber wie hätten Sie es politisch gelöst, das Problem, dass es in Europa unterschiedliche Interessen gibt, dass es auch möglicherweise in dieser Koalition so. Und Sie haben ja den EP-Abgeordneten Voss jetzt mehrfach erwähnt auch. Wie hätten Sie es politisch gelöst? Also dieser Richtlinie so kann man nicht zustimmen. Das ist schlecht verhandelt, weil beide Ziele des Koalitionsvertrages nicht wirklich erfüllt werden, weil es werden eben nicht die Urheber, sondern vor allem die Intermediäre gestärkt und es werden Uploadfilter kommen und es ist innovationsfeindlich. Also im Prinzip ist das, was man wollte, hier in Deutschland nicht geschafft. Im Trilog hätte man das ablehnen müssen. Und jetzt also Sie hätten, wenn Sie, sagen wir mal, die FDP wäre Mitglied oder Teil der Bundesregierung, hätten Sie gesagt, auf gar keinen Fall, wir lehnen das ganze Ding komplett ab. Ja, jetzt um ein SPD-Zitat zu nehmen, hätte Fahrradkette, aber ich sage Ihnen jetzt, was ich meine. Ich glaube, dass man muss da ablehnen. Ich hoffe darauf und fordere auch die CDU, CSU und SPD-Kollegen auf, im Europäischen Parlament abzulehnen. Dorothee Wehr, unsere Staatsministerin im Kanzleramt, hat heute einen Beitrag in ihrer Regionalzeitung zu Hause veröffentlicht, warum sie explizit gegen diese Uploadfilter und überhaupt gegen diese Urheberrechtsreform ist. Also es ist nicht nur Katharina Barley, es sind auch Union
Unionskollegen. Wieder sind wir beim alten Problem, diejenigen, die Internet verstehen und diejenigen, die es nicht verstehen. Und ich plädiere dafür, dass wir das ablehnen und dass wir bei dem alten Prinzip Notice and Takedown bleiben, das fortentwickeln und den Urhebern wirklich, wirklich Rechte zukommen lassen, anstatt den Intermediären. Und ich glaube, damit tun wir dem Ganzen keinen Gefallen. Und weil Sie beide sagen, dass Sie es verstanden haben, ganz kurz und zum Abschluss, wie geht es aus, wie geht es weiter nach Dienstag, wenn die Richtlinie im EP gewesen ist? Ist es gongt schon ganz kurz? Also ich glaube, dass es dann nochmal neu aufgemacht wird, weil ich positiv optimistisch bin, dass es eine Mehrheit im Europäischen Parlament für die Streichung von Artikel 13 gibt. Herr Höferlin? Ich befürchte, es wird durchlaufen. In Zukunft werden die Urheber nicht mehr Leistungen bekommen und die kleinen Unternehmen werden keine Plattformen mehr bauen können. Die Großen kommen damit klar, die haben Geld und haben auch Technologie. Dann danke ich Ihnen beiden für ein munteres Gespräch und wir schauen alle drei, wie es weitergeht.